Hey, willkommen bei Interior. Heute machen wir es uns wieder richtig schön gemütlich. Wir richten ein Zimmer im Chalet-Schick ein. Ich zeige euch, wie der Stil richtig schön kuschelig und gleichzeitig modern und frisch wirkt. Habt ihr Lust? Hierfür lasse ich mich jetzt erstmal ein bisschen inspirieren, und zwar von den Hotels in den Alpen. Die sind ja immer so authentisch und heimelig eingerichtet und haben so eine stylische Ausstrahlung mit einer Prise Luxus. Und das möchte ich auch. Wenn ich mir die Landschaft hier so anschaue, dann spüre ich richtig die Ruhe und die Kraft der Berge. Und genau so ein Gefühl soll auch mein Raum später vermitteln. Der Chalet-Schick ist total natürlich und urig. Das wichtigste Element, das wir dafür brauchen, ist rustikales Holz. Das geht schon bei den Wänden los. Und dafür suche ich mir jetzt meine Möbel aus. Vielen Dank. Bei der Einrichtung fange ich mal mit dem zentralen Stück an, dem Esstisch. Der ist geölt und aus massivem, alten Ulmenholz. Und der wird der Mittelpunkt meines Zimmers. Die erkennbare Holzstruktur und die sichtbaren Bretter machen ihn richtig schön rustikal. Mit seinen drei Beinen wirkt er trotzdem nicht zu wuchtig. Unbehandeltes Holz, wie dieser Tisch hier, hat eine schöne, natürliche Farbe. Die soll optimal zur Geltung kommen. Dazu passt unsere Wandfarbe in Anthrazit. Passend zur Wandfarbe habe ich meine Stühle ausgewählt. Die sind schön weich gepolstert, haben einen dunkelgrauen Stoff und an der Rückenlehne eine Rautensteppung. Auch ein Duo, das total elegant wirkt. Holz, in diesem Fall massives 100% recyceltes Teakholz und schwarzes Metall. Da haben wir doch gleich den typischen Berghütten-Charme. Und gleichzeitig erinnert der Raum an ein modernes Luxusressort. Die schlanken Metallbeine lassen die Vitrine im Industrial-Stil aus Recyclingholz und schwarzem Metall schön leicht wirken. Für die Beleuchtung habe ich eine schlichte Pendelleuchte gewählt. So schaffen wir einen tollen Kontrast zu dem rustikalen Charme der Holzmöbel. Ein klares Design und trotzdem praktisch. So gefällt mir das. Das schwarze Metall wirkt roh und gleichzeitig schön edel. Damit ihr euch wirklich wie in einer Berghütte fühlt, dürfen romantische Details nicht fehlen. Mit weichen Textilien machen wir es uns richtig kuschelig. Für den typischen Hüttencharme verteile ich überall im Raum individuelle Akzente. Zum Schluss bringen wir das Chalet-Feeling noch an die Wände. Auch hier nehmen wir wieder lebendige Motive aus der Natur.
Also ich fühle mich wie mitten in den Bergen, einfach herrlich. Und das Zimmer wirkt trotzdem schön frisch und modern, obwohl wir schlichte Elemente und Formen verwendet haben. Seid ihr auch so begeistert vom Chalet-Schick wie ich? Also ich finde es super. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Interior. Ach so, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren.